Friends, ich melde mich heute bei euch für einen neuen Vlog und zwar bin ich gerade aus der Schule gekommen. Ich hatte heute die ersten beiden Stunden Freistunden, beziehungsweise die sind ausgefallen, weil da hatte ich eigentlich Kunst, aber die Lehrerin ist krank, die ist irgendwie schon seit Ewigkeiten krank. Also letzte Woche ist das auch schon ausgefallen. Deswegen musste ich erst um 10 Uhr in der Schule sein und zwar hatte ich dann... Was hatte ich dann? 2 Stunden Mathe. Wir schreiben morgen eine Klausur und wir waren richtig gut darauf vorbereitet. Also Mathe läuft bei uns bei jedem Einzelnen aus dem Jahrgang, der diesen Lehrer hat. Ja, dann hatte ich 2 Stunden Politik und dann hatte ich eben noch 1 Stunde Physik. Wo, oh, da ist voll der süße Hund. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal rein und essen was Schönes. Ich habe gerade Pancakes zum Mittag gegessen, was heißt gerade, ist auch schon wieder vielleicht ein Stündchen her oder so. Ich habe dies in der Küche entdeckt und sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich das Beste, dass es zur Osterzeit gibt, oder nicht? Wer stimmt mir dazu? Oh, ich habe eine Sprachnachricht von meiner Veronica gekriegt und ich habe ihr gerade was erzählt und ich wette, jetzt schickt sie mir eine Sprachnachricht zurück, wo sie einen Anfall kriegt, ey. Was? So wenig? Also ich bin gerade dabei, meinen Fuß zu verarzten, denn den habe ich ja verletzt. Und demnach habe ich euch ja immer up-to-date gehalten, dass es sich nicht wirklich gebessert hat, woraufhin ich ja beim Orthopäde war, welcher mir Krankengymnastik verschrieben hat. Und das startet bei mir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das startet. Und deswegen dachte ich mir, dass ich euch heute mal ein bisschen mitnehme zum Cheerleading-Training. Deswegen habe ich heute halt auch den Vlog gestartet, um euch einfach nur ein paar Ausschnitte zu zeigen. Heute ist allerdings Mittwochstraining, das geht nur 1,5 Stunden. Und heute kommen halt echt, haben halt schon richtig viele abgesagt, weil die krank sind oder irgendwas anderes haben, I don't know. Deswegen sind wir auch nicht so viele Leute. Ich versuche euch einfach so ein paar kleine Ausschnitte zu zeigen, weil einige von euch kennen sich mit Cheerleading ja auch gar nicht aus und können sich da nicht wirklich etwas drunter vorstellen. Deswegen habt ihr dann schon mal so einen kleinen Einblick und falls euch das gefällt, dann mache ich demnächst so ein richtiges großes Cheerleading Follow Me Around, was ich dann beim Sonntagstraining filmen werde, denn da habe ich irgendwie immer 4 Stunden insgesamt Cheerleading oder irgendwie so. Und bei dem Training machen wir halt auch immer ein bisschen mehr. Und dann hoffe ich, dass bis dahin schon mein Fuß ein bisschen besser ist, dass ich euch auch mehr Sachen von mir zeigen kann, weil ich kann ja im Moment echt wirklich wenig mitmachen beim Training. Also ich sitze jetzt im Auto und mache mich jetzt auf den Weg zum Training. Es ist 7:30 und ich bin schon ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also ich bin gespannt, wie das Training heute wird, weil wir sind halt wirklich echt richtig wenige heute. Sehr, sehr wenig Leute heute. Also ich bin ja Base und Veronica ist Base und unser Flyer ist auch da. Das heißt, wir müssen nur einen Scoop einsetzen, also einen Backspot. Und dann können wir ein bisschen üben, weil bei unserer Stuntgruppe ist das eh im Moment in letzter Zeit ein bisschen kritisch, weil im Moment irgendwie nichts klappt. Deswegen bin ich gespannt. Mal gucken, ob ich den Weg zur Halle finde, weil... das ist eine neue Halle, wo wir trainieren. Da war ich bis jetzt halt nur einmal. Letztes Mal habe ich den Weg dahin gefunden, aber ich bin einen ganz anderen Weg irgendwie zurückgefahren. Und gar nicht den Weg, wo ich dachte, wo ich zurück war, aber ich bin dann trotzdem nachher irgendwo angekommen und auch zu Hause angekommen. Ich frage mich, ob die Autos, die hinter mir fahren, sehen, dass ich mich selber filme. Wenn die halt beim immer im Auto halt so lang gucken. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind jetzt gerade auf der Autobahn, deswegen sind hier auch überall Lichter. Und ich denke mal, ihr könnt trotzdem etwas erkennen, ne? Oh ja, Sam. Oh, das blendet hier so unnormal, das glaubt ihr gar nicht. Und dann auch noch nachts, wenn es so stockduster ist, ne? People, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Hey, yo, what is going on? Wir haben die gleichen Shaker. Oh, richtig also, fancy, ja. Also. No. Hau auf, das war ein Vlog. Hier, hier sehen Sie einmal die Larissa.
Ja, und wir sind, wie gesagt, wie ich eben schon angekündigt habe, sind wir richtig viele Leute heute. Just one. Ein Blick. Also, auf jeden Fall sind wir heute on point. Ich habe es mal geschafft, genau. Sieht man das? Sieht man das? Ist das fokussiert? Nach 10.000 Jahren hat sie geschafft, ihre Schleife anzunehmen. Vor allem meine Socken passen perfekt dazu jetzt. Ja, guck mal bei mir. Ein Shame on us. Wir müssen damit mal so in die Water. Ja, ach was! Wir wollten auch immer noch ins Kino. Wir wollten ins Kino. Möchtet ihr einen Kino-Waterfront-Vlog auf Englisch sehen? Kannst du auf Englisch? Das hat sie sogar vorgeschlagen. Sie wollte einen Vlog auf Englisch. Ah ja, stimmt. Damit die Leute denken, dass wir auf England kommen. Findest du gut, ne? Ja. Das war's jetzt, Kat. Ja, ich auch. Weißt du, warum Ronny auf einmal gesagt hat? Die haben ja alle zwei Stunden gerade schon. Du musst, hast du schon ausgekriegt? Nee. Hydrated. Yeah. Because when you're not drinking enough, you can get bloated. Bloated? Bloated. Bloated. English skills on point. Yeah. Oh! Oh nee! Achso, wir beide haben eh voll viele Pläne an Videos, was man so drehen kann. Ich hab dir die Liste doch geschickt.
so Fitnessvideos und so. Also da könnt ihr auch gespannt sein, ne? That girl ist organisiert, aber des Todes. Aber sowas vor allem. Haut bald alles raus. Oh.